Eishockey fasziniert die Menschen in Bayern. Ob in München, bei den Nürnberg Ice Tigers, in Kaufbeuren, Landshut oder Rosenheim oder an anderen Traditionsstandorten. Wir müssen alles dran setzen, dass im Herbst wieder Eishockey gespielt werden kann. Es ist nicht so sehr die Herausforderung, die Spieler aufs Eis zu bringen, denn sie haben eine Ausrüstung, sie haben bei regelgerechter Sportausübung keinen Hautkontakt mit den Gegenspielern. Das Thema sind die Zuschauer. Und da ist es anders als im Fußball halt nicht möglich, vor 1000 Zuschauern zu spielen, weil dann die Kosten nicht gedeckt sind. Und anders als im Fußball, zumindest in der Bundesliga, braucht das Eishockey für die Finanzierung eben auch die Zuschauer. Wir denken zweigleisig. Wenn Corona so weit im Griff ist, dass wir wieder vor vollen Hallen spielen können, freuen wir uns, wenn es im Oktober vor ausverkauften Häusern wieder weitergeht. Ist das nicht möglich, brauchen wir einen Mix. Reduzierte Zuschauer, Spread TV als Internetanbieter, die regulären TV-Stationen und Zuschüsse des Staates. Dafür werden wir uns einsetzen. Wir werden mit dem Koalitionspartner hier eine gute Lösung finden.